So, wir sind zurück in Taya. Ich würde mal sagen, wir holen unsere Dingens hier ab. Ja, ich bin gerade dabei, zu Abend zu essen. Leistest du mir Gesellschaft? Lebend gerne. Ja, dann machen wir das doch mal. La, la, la. Ich habe etwas ganz Besonderes zubereitet. Warte eine Sekunde, ich bin gleich zurück. Hormone, immer ein Grund für irgendwas. Gute Aussage. Ja, sag ich doch. Boah, was ist das für ein Fisch, ey? Holle Rö, das ist ja eine Fischpastete. Zubereitet aus dem Reiheraal. So, so, aus dem Reiheraal. Bezeichnet man ihn nicht gemeinhin auch als Stinkefisch? Schon, aber von so etwas lässt sich ein Gourmet nicht abschrecken. Er soll vorzüglich munden. Ich bete, dass du recht hast. Und wie ist er? Nun, was soll ich sagen? Brrr. Tja, warum probierst du es nicht selbst? Das werde ich. So. Nun? Das schmeckt ekelhaft. Ich glaube, ich muss bitte nicht hier, Tier. Brüge dich. Das hat sicher nichts mit deinen Kochkünsten zu tun. Warum musste ich auch einen Stinkefisch kaufen? Die will was von dir, ich denke auch. Stress in der Ehe, Hormone schuld. Schlecht gekocht, Hormone schuld. Ja, guck. Hormone steuern 90% des Körpers, das ist so. Mach dir nichts daraus, wir können uns eine Pizza bestellen. Dabei wollte ich dich mit einem leckeren Essen verwöhnen. Oh, guck mal, sie wollte ihn verwöhnen. Vielleicht schmeckt er ja besser, wenn wir etwas Pfeffer, Tabasco und Paprika dazugeben. Tatsächlich, jetzt schmeckt es richtig würzig. Man kann ihn nun essen, ohne von Übelkeit befallen zu werden. Großartig, oder? Ja, du hast recht. Ich glaube, ich werde nun öfters mal einen Stinkefisch machen. Wehe wenn, aber ein lustiger Abend war es trotzdem. Oh, wie süß. Das fand ich auch. So, ich bin satt. Mach uns etwas Tee. Was ist mit Tee? Top, top, top. Bitteschön, danke, Tia. Yabu, sag mal. Ja. Bist du des Dämonenjagens nicht langsam müde? Warum stellst du mir diese Frage? Du bist der einzige Dämonenjäger, den ich kenne. Ich frage mich, warum du es tust. Ich kämpfe schon, solange ich denken kann. Ich habe mich noch nie gefragt, warum. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich getroffen. Was? Es ist schon so spät? Jetzt muss ich aber los. Danke für das Essen, ich schau mal wieder vorbei. Willst du nicht noch ein wenig bleiben? Der Abend ist doch noch jung, so wie wir. Ich muss noch viel erledigen. Mach's gut hier. Oh, was ein Feigling. Ich liebe solche Spiele. Oh ja, ich auch. Feigling! Schlechte Nachrichten! Welche? In der Höhle auf dem Weg nach Tarika wurde eine ganze Dämonenhorde gesichtet. Ist das wahr? Das ist schrecklich! Neddy, werden diese Kreaturen auch in unsere Stadt kommen? Nun, ich würde es nicht hoffen. Unglücklicherweise ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Was meinst du damit? Die Dämonen haben die Tür in der Höhle verschlossen. Ohne Schlüssel kommen wir nun nicht nach Tarika. Das ist schlecht. Ja, würde ich sagen. Hat irgendjemand einen Vorschlag, was wir nun machen sollen? Hä? Hat jemand einen Vorschlag? Nein, ich nicht. Ich habe einen Vorschlag. Ich würde sagen, wir kloppen uns durch die Höhle. Die Kreaturen in der Höhle sind nicht sehr stark. Das eigentliche Problem ist die blockierte Tür. Yabu, nur du kannst den Schlüssel aus den Klauen der Bestien befreien. Tu es für uns. Ich tu es nur für mich. Stimmt es, dass Dämonen in der Nordhöhle gesehen wurden? Du wirst sie doch beseitigen, oder? Schon seit Jahren reise ich nach Tarika, um dort den Lieblingstee meines Großvaters zu kaufen. Nun ist es nicht mehr möglich. Großvater wird nicht zufrieden sein. Genau. Der hat doch nichts Besseres zu tun. Das wusste ich nicht. Ja, woher willst du das auch wissen, Massive? Klingt, als ob die Teufelsgeschöpfe der Nordhöhle nach Blut gieren. Ja, genau. Warum sollen die nicht unser Blut, mein Blut nehmen? Unser Blut. Euer Blut. Nimm dein Blut. Um Himmels Willen! Was geht hier vor? Ja, aber du musst doch etwas darüber wissen, oder? Du scheinst der Einzige zu sein, der uns vor diesen Kreaturen schützen kann. Ja, natürlich, wie immer. Ba,
ba, ba, ba, ba. Schlüssel suchen. Wir gehen nochmal hier rein zum Shop. Ja, ja, pass auf mich auf. Ich pass auf mich auf. Ich will ein paar Waffen kaufen. Oh, die sind ja alle scheiße. Okay, dann kaufe ich hier keine Waffen. Kein Problem. Dann gehen wir halt so. Mein Gott. Was soll der Geiz? Ba, 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 da. Okay, da oben ist die Höhle. Geiz ist geil, hör mal. Bratpfanne? Nee, die ist scheiße. Lebensnektar. Ich habe auch Lebensnektar. Okay. So, Höhle nach Tarika. U1. Unter Büschen kann was versteckt sein, hat der gute Mann gesagt. Eigentlich voll nice das Spiel. Habe es damals nie gespielt. Muss ich wohl nachholen. Ich sag nur... Ich habe das Heft. Das beweist, dass ich es auch damals schon gespielt habe. Also, geiles Spiel. Ich kann es auch nicht. Eine junge Frau hat die Höhle betreten. Ich wollte sie aufhalten, doch es war bereits zu spät. Irgendwie sah sie seltsam aus. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie besser nicht aufhalten sollte. Nicht, dass er cheatet und das Lufia-Lösungsbuch neben sich hat. Ja, aber ich benutze es ja nicht. Guck mal hier. Kämpfen! Erstmal ein paar Echsen schlitzen. Lol, ich kann zweimal hintereinander. Easy. Das Heft bekommt man überall auf eBay, das beweist gar nichts. Ja, das mag sein, aber... Geh aus meinem Kopf endlich mal raus. Im Bio-Heft cheatest du mit einem Lufia-Heft? Wie soll das denn funktionieren? Ja, easy, ey. Keine Angst, Carsten, ich glaube dir auch ohne Heft. Danke. Das ist sehr freundlich. Nee, Echsenschlitzen, Mann. Ah, ich komme da nicht durch die Tür. Ah, jetzt komme ich durch die Tür. Eine Kiste. Geheimgang? Geheimgang! Gegengift! Ja, was ist das? Ein Pilz. Ist dieser Pilz stark? Wir werden es herausfinden. immer die Schleimer unter uns. Was haben wir eigentlich für Zauber? Was ist das hier? Zornattacke. Wir haben ja noch nicht genug Zornpunkte. Ach, Ursprung. Ah, okay, ich verstehe. Boah, was? Der macht 5 Schaden? Alter. Okay. Huh. Boah, wir sind kurz vorm Level Up. Wenn man wieder so das Kampfsystem sieht, muss ich irgendwie an Pokémon denken. Die haben ja auch so ein Kampfsystem. Ja, das nennt man halt, das ist das sogenannte JRPG. Das ist dieser Kampfstil, der heißt so. Das hat ja nicht nur Pokémon, sondern ganz viele andere auch. So kriegen wir die Tür auf. Da ist noch ein Pilz. Ach komm, machen wir den Pilz. Der gibt EP. Level up. Boah, ich kann zweimal angreifen. Ha! Okay, noch 2 EP fürs Level up. Ah, okay. Ist das jetzt hier die Geheimtür oder was? Okay, nehmen wir erstmal die Tür. Die war so geheim. Oh, Motten. Ach du Scheiße. Motten. Okay, komm, Motten. Ich liebe JRPG. Ja, das war halt damals eine... Oh Gott. Was habe ich getan? Okay, sie machen nicht so viel Schaden. Wie die Pilze. Jetzt kommt der Klugscheißer Cast wieder sowas mit einem JRPG. Nein, J, also J. Für japanisches Rollenspiel.
8 Lebenspunkte, okay, das reicht. Ich hab Zorn. Aber wir haben keine Zornfähigkeit. Nein! Risiko? Komm, Risiko. Ja! Easy! Ich habe auch schon viel Pokémon gespielt. Pokémon Go. Nee, Pokémon Go zählt nicht als JRPG. Oder für Yaugi auch richtig gesagt JRPG. Nein, ich habe nur noch 4 Lebenspunkte. Nein! Boah! Okay, egal, ich mach die kaputt. Leben am Limit. Tasche. Kraftwasser. Okay. Kann man doch selber machen, wenn man die Erfahrung hat. Du Blödi. Aber gute selber machen ist schon schwer, das stimmt. Gute selber machen ist wirklich schwer. Eine Treppe nach unten. Okay, hier kann ich nichts machen. Ich hatte keinen und habe es geschafft. Ja, es gibt ja auch diese RPG-Maker, die machen ja genau das. Ach komm, wir nehmen die Motten mit, oder? Da muss man sich dann nur um die Umgebung kümmern und das ganze Kämpfen und so. Das macht ja im Prinzip die Engine dann selbst. Von der Inner Dungeon Aufmachung erinnert mich das an Stardew Valley. Ja. Ja. Leicht. Stardew Valley ist ein bisschen höher auflösend und so. Ja, wir sammeln richtig Money, ey. Scheiß auf die Motte. Ich geh erstmal hier lang. Stardew Valley ist auch ein gutes Spiel. Ja, Stardew Valley macht auch Bock. Aber habe ich halt tot gespielt. Brauche ich nicht mehr. Da unten ist eine kaputte Brücke. Und hier komme ich nicht mehr weiter. Nice, ich bin natürlich direkt den Weg gegangen, den man einfach noch nicht gehen kann. Ich muss jetzt nochmal fragen, weil es mich interessiert. Du sagst vorhin, wer Ideen hat, kann mich in Discord anschreiben. Meinst du damit Emojis oder Soundeffekte oder Designs? Soundeffekte für dieses hier. Dafür war es gedacht. Sorry, wenn die Kamera mittlerweile sogar in 4K spielen. Nee, Lügen darf man nicht sagen. Wohl. Lügen darf man sagen. Lügen darf man nicht machen. Wir brauchen wieder Kraftwasser, ne? Tasche, Kraftwasser und Go. Gehen wir mal hier lang. Mein Wochenende ist ausgebucht. Ich sag nur so viel, der Meme-Stream ist real. Oha, was habe ich mir da nur angetan? Erstmal den Blob. Ach ja, mit A. Jetzt noch der Baum oder Pilz oder was auch immer das sein soll. Waldpilz. Yeah, one hit. Nice, das hat mir Lebenspunkte gespart. Ja, der leider nicht. Kannst du das Kraftwasser nur finden oder auch kaufen oder selber herstellen?
Ich glaube, kaufen kann man's. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und dann noch den Okay-Sound vom dunkelhäutigen Typen da. Okay-Sound vom dunkelhäutigen Typen. Und dann noch der Wow-Sound von dem Prinz Eisenherz Looks-Like-Typen. Wow. Ja, das ist cool. Wow, das muss ich noch machen. Level up, geil. Leroy Jenkins. Was ist das? Eine Truhe. Okay, den muss ich machen. Eine Fledermaus. Easy, first try. Kraftsaft. Wasser ist ausgegangen, jetzt nehmen wir Saft. Saft! Ah, jetzt kommen wir hier lang. Cool. Was bist du? Eine Kreuzspinne. Machen wir erstmal den Waldpilz platt. Nicht erst. Ja, ich kann nochmal angreifen. Saft! Was hätten gern? Ananas! Wenn ihr einer die Ananas macht! Dann bin ich das! Ah. 19 Erfahrungspunkte. Ey, die Spinne war stark. Gegengift. Speichern und auffüllen. Was ist das für einer? Oh, ich glaube, das ist der Typ mit dem Schlüssel, kann das? Oha, gut, dass wir gespeichert haben. Ich werde dir den Schlüssel für die Tür nicht geben. Niemals! Neue Musik! Badabä! Ach du Scheiße, 10 Schaden, ja moin. Echsenmann. Ich bin der Echsenmann, weil ich's kann. Oh Gott, ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein Item nehmen. Tasche, Kraftwasser, go. Erster Bosskampf. Alter, der lebt ja immer noch. Was ist das hier für ein Boss? Ja, erstmal wieder Kraftsaft nehmen. Kraftwasser. Was auch immer. Ich habe auch ein bisschen Kraftwasser. Einen Schlag halten wir noch, oder? Setz Body Slam ein. Hab ich nicht. Ich habe Kraftwasser. Ja! First try! First try! 100 Erfahrungspunkte. 125 Goldmünzen. Level up, Leute! Nice! Schlüssel erhalten! Wie konnte der Echsenmann den Schlüssel stehlen? So schlau ist der doch gar nicht. Ja, genau. Olle Pfeife. Vor allem, warum hat er ihn gestohlen? Er hatte doch keinen Vorteil von dem Diebstahl. Unglaublich, sowas ist noch nie zuvor passiert. Willst du den Grund wissen, Yabu? Ein bisschen tief für die Frau, oder? Aber das passt. Willst du den Grund wissen, Yabu? Wer bist du und woher kennst du meinen Namen? Ich kann die Zukunft sehen. Ich kenne deinen Namen und weiß genau, warum du hier bist. Wer bist du? Das ist nicht von Bedeutung. Willst du nicht lieber wissen, warum die Monster so stark sind? Ja, sag mir warum. Hast du die rote Lichtkugel vor einigen Tagen gesehen? Ja.
Alles, was bisher geschehen ist, kann auf das Licht zurückgeführt werden. Ich kann nicht glauben, dass eine Lichtkugel so viel Macht besitzt. Ich verstehe deine Zweifel. Die Zeit hat begonnen, sich zu verändern. Selbst unscheinbare Dinge können für die Menschheit bald zu einer großen Bedrohung werden. Geh nicht zu nah ans Mikro. Machen wir es so. Okay, Entschuldigung. Warum erzählst du mir das alles? Weil du die Kraft hast, die Kraft, das Böse zu bekämpfen. Es ist eine alte, rauchende Inderin. Wer ich? Ja, du. Augenblick mal. Ich kämpfe zwar ganz ordentlich, aber so stark bin ich auch wieder nicht. Erzähl mir mehr über die Lichtkugel. Ist sie ein dämonisches Wesen? Wenn ich es bekämpfen soll, dann muss ich doch wissen, mit wem oder was ich es zu tun habe. Du bist nicht alleine. In dieser Welt gibt es noch andere, die gegen diese böse Macht kämpfen können. Du bist dazu auserwählt, die Welt zu bereisen, die anderen Kämpfer zu finden und das Böse zu bekämpfen. Eine Reise? Kämpfen? Ja, denn als die Lichtkugel erschien, war dein Schicksal besiegelt. Brauchst du das Mana-Sword für die Monster? Nein, ich habe eine Bratpfanne oder ein Obstmesser oder sowas. Bringt die Lichtkugel tatsächlich Unglück über die Menschheit? Habe ich wirklich die Macht dazu? Ich kann dir nicht mehr erzählen. Es liegt ganz bei dir, ob du mir glaubst oder nicht. Du entscheidest, ob du deine Reise antrittst. Die Ische hat eine geile Stimme, ja? Warte noch! Mein Name ist Iris. Ich bin hier, um deine Zukunft zu sichern. Wir werden uns bald wieder treffen. Bratpfanne, Hust, PUBG. Ja, so ungefähr. Nein! Erstmal heilen. Jetzt speichern. Werde zur Inderin. Nein, ich werde heute nicht zum Inder. Die tiefe Stimme kriege ich noch hin, aber mein Hals kratzt schon. Das Spiel, in dem man die Monster mit Küchenutensilien bekämpft. Die Hauptwaffe wird später das Nudelholz. Frag die Inderin mal, ob sie das Kama Sutra gelesen hat. Werde zum Yaugi. Easy. Ich glaube, ich hätte die tiefe Stimme nicht machen sollen. Wie hat das Buch verfasst? Was für. Achso, der hat das Buch. Achso, Kamasutra. Kamasutra! Okay, haben wir das auch hinter uns? Habe ich mir gestern auch vergessen zu sagen, trink mal was. Ich trinke schon die ganze Zeit. Genug getrunken jetzt. Er checkt es erst jetzt, das nenne ich Leben am Limit Plus. Was? Verstehe ich nicht. Jetzt checke ich gar nichts mehr. Aber ist auch egal. Warum soll ich auch irgendwas checken? Ich mag die Musik und sie geht ins Blut. Lutsch dir was? Weißt du, was das Kamasutra ist? Ja, natürlich weiß ich, was das Kamasutra ist. Schaden gerade gemacht. Watz, was ist denn Watz? Watz! Die Feider. Die Feider weiß das nicht.
Ha! Easy Rätsel! Lebenssaft. Ich weiß, was du tun musst. Du musst den Ring in dem Feuer vernichten, aus dem er geschmieden worden ist. Der Ring, der sie alle knechtet. Ja, klar. Ja, moin. Da ist noch eine Truhe. Flucht. Ne, wir wollen nicht fliehen. Na toll. Der Ring hat eine Frau mit Lebenssaft. Kein Wunder, dass das alle Männer knechtet. Kamasutra, das war noch zu der Zeit, als Männer gelesen haben, ja. Du musst mehr lesen, tu ich doch. Mach ihn kaputt, oh, schon geschehen. Mach sie alle kaputt, oh. Wo bin ich denn jetzt? Ist das hier das Dorf, wo ich hin muss? Tarika. Ein Erdbeben.